So, jetzt ist auch die richtige Kameraeinstellung gefunden. Ist nämlich hier gar nicht so einfach, die Kamera ordentlich hinzustellen, weil entweder ist sie zu tief oder zu hoch oder fällt runter irgendwo. Ja, jetzt habe ich es jedenfalls hingekriegt. Und während ich auf die Marie warte, dass die mich bei Skype wieder anruft, dachte ich mir, kann ich jetzt gleich mal wieder ein Video machen. Heute ist Donnerstag, ich weiß jetzt das Datum nicht genau. Und heute war mein letzter Arbeitstag an der Ungdomsschule in Rockmann. Ja, und da dachte ich mir, ist das vielleicht gerade mal die beste Gelegenheit, nochmal zusammenzufassen, wie norwegische Schulen so im Vergleich zu Deutschland sind, was ich alles erlebt habe und so weiter. Ja. Aber als erstes will ich euch noch sagen, dass ich vorhin angerufen habe, die Direktorin von der Schule in Mo i Rana, und habe so einiges erfahren. Also, ich kann am Montag dort anfangen. Das ist eine 50% Stelle, das wusste ich ja schon. Und das wird auf verschiedene Tage aufgeteilt. Ich muss also Montag, Dienstag und Donnerstag in der Schule sein. Und zwar ist das eine Barneskole, also von 1. bis 4. Klasse. Und die haben jetzt in der 1. Klasse einen deutschen Jungen drinne. Und den darf ich dann die 3 Tage lang begleiten, immer im Unterricht dabei sein und bisschen übersetzen, oder wenn der halt Probleme hat mit irgendwelchen Aufgabenstellungen, die er nicht versteht, oder was im Buch steht, was er nicht versteht, dann soll ich das übersetzen und einfach mithelfen. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Das ist total süß, so ein kleiner Erstklässler. Ja, unterkommen werde ich dann auf dem Campingplatz. Da haben wir vorhin auch gleich eine Anfrage geschrieben. In der Hütte, logischerweise nicht im Zelt, das wäre jetzt im Winter ein bisschen kalt. Ja, und dann, je nachdem, wie es klappt, mit dem Auto oder mit dem Zug dann hochfahren. Und die Direktorin hat auch gleich noch gesagt, dass ich gerne, oder sie mir hilft, gerne mal in den anderen Schulen noch nachzufragen, die es dort in der Nähe gibt, oder irgendwo anders, dass ich vielleicht noch zusätzlich eine andere Stelle bekomme. Wäre natürlich ganz cool für einen Mittwoch, weil ich sonst Montag, Dienstag da wäre. Mittwoch weiß ich nicht, ob ich dann dort bleibe und nichts mache oder ob ich nach Hause fahre und dann Donnerstag wieder hin, obwohl das auch Quatsch ist. Ja, es wäre auf jeden Fall eine coole Sache. 18 Stunden ist das pro Woche. Nach dem Geld hatte ich mich noch nicht getraut zu fragen, aber das ist, glaube ich, auch erstmal zweitrangig. Ich freue mich einfach, dass es geklappt hat, und die sind auch schon total aus dem Häuschen. Die Lehrerin von dem Jungen hat schon die ganze Zeit gefragt, ja, wann meldet sie sich denn, und hoffentlich klappt das, und es ist so schön, dass wir jetzt jemanden gefunden haben. Ja, so ist das. Jetzt will ich euch aber erstmal noch was zeigen. Das habe ich nämlich die ganzen Tage eigentlich schon versucht irgendwie mit einzubringen. Nämlich habe ich doch in der Schule das erste Mal in meinem ganzen Leben geschnitzt. Eigentlich muss man dazu sagen, sollte es ein Kakestickel werden. Das ist so ein Stab, den man in Kuchen steckt, um zu gucken, ob der schon durchgebacken ist. Ja, ich habe ein bisschen zu viel dran rumgeschnitzt. Jetzt ist es sowas hier geworden. Ich finde, es sieht aus wie so ein kleiner Gartenzwerg. Und da werde ich jetzt noch irgendwas draus machen. Wahrscheinlich wird das ein Julenisse. Das sind hier in Norwegen die kleinen Zwerge, die zu Weihnachten die Geschenke bringen. Also hier gibt es nicht sowas wie einen Weihnachtsmann, sondern das machen hier die Julenisse. Und Nisser sind eigentlich sowas wie in Deutschland die Heinzelmännchen. Die passen halt auf den Hof auf, aufs Zuhause. Ja, und aufs Hab und Gut und helfen der Familie auch. Und die Julenisse sind halt die Nisser, die Geschenke bringen. Ja, da habe ich mir dann überlegt, dass ich hier so eine kleine rote Kappe draus mache und vorne ein bisschen Wolle dran mache als Bart oder Haare oder irgendwas. Ja, mir wird da schon was einfallen. Jedenfalls ein Kakestickel ist es nicht geworden. Ich glaube, das sieht man auch.
Ja, als zweites wollte ich euch mein derzeitiges Schmuckstück zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Eine coole Kamera, die ein tolles Geräusch macht. Ja. Wunderbar. Jedenfalls mache ich mit der total coole Fotos. Läuft allerdings noch mit Film. Das heißt, ich weiß nicht, ob die wirklich was werden. Und ich denke mal, ich werde dann einfach die Filme mit nach Deutschland bringen, wenn ich wiederkomme, und die dann so auf gut Glück entwickeln lassen. Mal gucken, was drauf ist. Ich weiß bis jetzt selber nicht, ob es was geworden ist. Und dann habe ich noch was ganz Tolles. Ich hatte nämlich vor ein paar Wochen, war es glaube ich, eine Mango aufgemacht. Da haben wir Joghurt mit Mango und Apfelstückchen gegessen. Jedenfalls ist doch, wenn man die Mango aufmacht, in so ein Strunk, der ganz holzig ist. Und der war schon aufgeplatzt und da konnte man den Kern sehen. Also eigentlich, ich glaube, das ist der Samen von der Mango. Und da habe ich das einfach dann aufgebrochen und den Samen rausgeholt und in ein feuchtes Zewa gepackt. Und jetzt ist das draus geworden. Nicht erschrecken, es ist kein Alien oder so. Einfach nur ein sprießender Mango-Samen. Sieht echt mega cool aus. Ist auch richtig hart hier, das Ding. Und da kommen dann hier oben noch so kleine Sprießlinge. Ich weiß nicht, ob das hier dann die Pflanze wird und das andere die Wurzel ist. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir eigentlich vor, das dann die Woche oder irgendwann mal noch einzupflanzen. Allerdings braucht man da irgend so eine bestimmte Erde und die haben wir nicht und dann müssen wir die erst kaufen und ja, wie das immer so ist mit den Sachen. So, wie lange haben wir denn jetzt schon? 7,5 Minuten. Da würde ich jetzt noch schnell anfangen, was über norwegische Schulen zu erzählen, weil bei YouTube darf man ja nur 10 Minuten hochladen und dann mache ich halt noch ein Video hinterher. Also, wie soll ich anfangen? Es war ja so, dass ich einfach in die Schule gegangen bin und nachgefragt habe bei der Direktorin, ob ich dort das Praktikum machen kann. Und die hatte dann auch gleich gesagt, ja klar, da gucken wir mal. Ich frage mal die Lehrer, ob das okay ist, ob jemand Zeit hat und auch Lust, denke ich mal, einen Praktikanten mitzuführen. Und da hat sie sich dann die Nummer geben lassen und hatte dann ein paar Tage später angerufen, ja, kein Problem, ich schicke dir auch einen Stundenplan zu. Ich dachte mir dann schon so, naja, es wäre ja am einfachsten, wenn sie mir einen Stundenplan macht, wo dann drauf steht, zu welcher Stunde ich wo sein muss und was ich dann habe oder keine Ahnung. Und dachte mir dann so, aber mit der typisch deutschen Einstellung, naja, das werden die eh nicht machen, ist viel zu viel Arbeit und die machen sich ja nicht so viel Arbeit für einen läppigen Praktikanten, den man eh nicht bezahlt und der aber auch keine gute Arbeit macht. Und dann kamen die echt ein paar Tage später mit dem Stundenplan an. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Also es ist hier völlig anders als in Deutschland. Die nehmen sich Zeit für dich, die arbeiten für dich, auch wenn es sein muss, noch länger. Sind immer bemüht und kümmern sich um dich. Also ich wurde an die 100 Mal gefragt, ob es alles gut läuft. Also am Anfang eigentlich fast nach jeder Stunde, ja, geht's gut und fühlst du dich wohl, macht es dir Spaß und so eine Sachen. Das ist schon echt cool. Ja, dann wurde ich ja in den Stunden mitgenommen und das waren hauptsächlich praktische Fächer, Kunst und Handwerk und Essen und Gesundheit heißt das auf Deutsch. Ja, Kunst und Handwerk ist wie bei uns Kunst in Deutschland nur viel praktischer. Also die machen dort wirklich alles, die schnitzen, die zeichnen, die malen, die basteln mit Holz, irgendwelche Bücherregale wollen die dort auch machen. Also
mit Ton, mit Metall, mit Wolle, also stricken, nähen, häkeln, weben, ist alles mit dabei, also eher so wie ein Werkenunterricht, aber total krass. Also wenn da eine ganze Klasse im riesengroßen Stuhlkreis sitzt und jeder so ein fettes, scharfes Fischermesser in die Hand bekommt, das ist schon krass, kann man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Wegen Amoklaufgefahr oder weiß der Fuchs was. Also ich hatte auch echt erst ein mulmiges Gefühl, das ist noch so in einem drin irgendwie. Das kann man nicht so schnell abschütteln, dieses Deutschsein. Auch diese Ordnung und so, das ist völlig anders. Ich werde auch mal probieren. Oh, ich sehe gerade, die 10 Minuten sind um. Ich mache gleich mal ein neues Video.